Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin natürlich auf die nach Ticket und heute habe ich das Spiel Guardians of Gloria. So. Voll mit rein und let's go. GOC. Wird gestartet. Musik anmachen. Habe ich überhaupt Musik an? Nein. Da, jetzt. Ich höre mal noch nichts. Obwohl, er lädt ja gerade noch. Da. Da ist er. Und dann geht's mal los. Wir haben vor, mal die Dailies zu machen. Probieren. Oder? Ach, hier gab's ja gar keine Dailies. Dann will ich einfach ignorieren. Registrieren, bestätigen, registrieren, bestätigen. Alle roten Punkte einfach einmal abarbeiten. Schatzsuche. Oh, da ist was. Abholen, bestätigen. Da oben ist ein Pilz. Ah, ich kann nur drei. Okay. Ein paar Sachen einsammeln. Da war der Punkt. Gut. Da war noch ein Punkt. Drei habe ich. Na, egal. Oh, meine Haustiere. Habe ich gar keinen von. Oh, so viele Haustiere. Entwickeln. Also ich bräuchte vier Stück. Einmal den ich haben möchte und dann nochmal drei weitere. Das ist aber gemein. Episch, episch, da habe ich nur drei. Und bei Blau.
auch drei. Da. Den. Den. Ach so. Also geht auch nicht. Nochmal zurück zum Haustier. Der ist doch schwächer. Warum kann ich den nicht aufleveln? Mist. Entwicklung. Da war gerade schon mal gewesen. Das lassen wir einfach mal aus. Ignorieren. 4, 3, 2. Verstärken. Upgraden. Dann den noch einmal. Dann habe ich alle auf 4 mindestens. Gut. Darf ich noch eine Truhe platzieren und da haben wir eine 4 oder 4 haben wir sogar. Das müsste so reichen. Gut. Was haben wir noch hier? Ausrüstung. Los geht's. Rangliste. Okay, jetzt sind wir bei Ausrüstung erstmal. Da muss ich kämpfen. Gut, dann machen wir jetzt das hier betreten, das Team ist voll, dann halt nicht betreten. Folgen wir den Hauptmann und dann schauen wir, wie lange die Geschichte geht. Ich bin der Kleinste mit 45,
Aber ich bin ein Heiler. Engel 2, Ritter 2, Herr 3. Aber das ist doch eine Frau. Warum steht denn da Herr 3? Und Ritter 5. Ne, Ritter 5 ist weg. Held 2. Und jetzt muss ich eigentlich gar nichts mehr machen, weil ich habe gesagt, er soll verfolgen. Oh, wir sind in Russland. Wir spielen mit russischen Leuten, also Anführer sind Russe und oder Ungarer, auf jeden Fall eine kyrillische Schrift. Da müssen wir gucken. Oh, was heißt gucken? Wir werden einfach nur hinterherlaufen, heilen. Geht ja alles automatisch. Ich mache eigentlich gar nichts. So, da hinten reiten die. Ich habe keine. Ich habe doch auch ein Reittier. Und jetzt heißt es ja nur hinterher laufen, schauen, was die machen. Da reden die. Warum rennt meiner nicht? Der ist ja richtig langsam. Und da sind wir wieder mitten im Kampf. Ah, wir müssen den beschützen. Jawohl, geschafft. Mein Schneehase sieht aber komisch aus.
Tja. Dann sind wir gleich fertig. Wieder ein Geschenk. Na, wie lange dauert das denn noch? Muss der Fortschritt bei 5 Sterne sein, ne? Also fehlt noch ein Stern. 90 Minuten haben wir noch Zeit. Aber ich denke mal, dass wir schon vorher fertig haben. Hoffe ich. Immer so, wenn ich hier zuschaue, jetzt kann ich so einfach einschlafen. Ja, geht das denn hier gar nicht mehr weiter? Na gut. Da würde ich mal sagen, das war's für heute. Schauen wir mal. Ah, es geht doch weiter. Schneller! Fünfte Stern, jawohl, fertig. Windjagd-Quest ist fertig.
Okay. Wow, wow. Ah, der letzte Kampf. Finde die verlorenen Hühner. Ich bin das Schlechteste. Go, 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 go! Letzte Quest! Super. Nur noch Tüner nach Bad bringen und dann sind wir fertig. Da ist Bad. Was? Doch noch nicht fertig? Ah, jetzt. Das war die Quest. Okay, verlassene Gruppe. Und das war jetzt der Teil für heute mit GOC. Dann werde ich jetzt das Spiel beenden. Hol mir mein Ticket ab und sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.